Forests, trees, nature. In Austria's Zillertal region, wooden houses have enjoyed a long tradition. This one is new. Mali's Garten, the first five-star luxury hotel built mainly from solid wood. Dieses Haus atmet. Das kann man beschreiben, aber wenn man es erlebt, geht es unter die Haut. Und das ist das, was dieses Haus kann. Es kann Gänsehaut machen. Behind the open-plan facade, designed by renowned Italian architect Matteo Thun, are hotel owners Christina Binda-Ega and her husband Reinhard Binda, who have realized their dream with the wooden five-star hotel. Der Luxus bei Holz ist meines Erachtens auch die Schlichtheit, wie man damit bauen kann. Luxus hat sich über die Jahre ja verschieden definiert. Das Bewusstsein der Gäste ist dahingehend gewachsen, dass die den wahren Luxus wirklich dort suchen, wo wir uns auch bewegen. Das heißt in der Natur, in der Ursprünglichkeit. The furniture, which is also mostly made of wood, should appeal to all the senses. Ich fühle mich wohl. Ich gehe davon aus, wenn ich mich wohlfühle, ist das, was um mich herum ist, gut. Absolut beruhigend wirkt das Holz, weil es eine Wärme hat und weil es ein lebender Organismus ist. Und ich glaube, das vermittelt sich. Austrian architect Harald Margreiter is responsible for the interior design in Mali's Garten. Even half a year after the opening, he still likes to visit the property. He's designed each piece of furniture specifically for the hotel. Working with this natural living material is always an exciting challenge for the designer. Holz ist unberechenbar und deshalb ist dieses Holz, auch wenn es dann von der Sonne beschienen wird, eine Rissbildung. Und das ist das, was es unverkennbar zum Einzelstück, zum Unikat macht. Wir haben also hier 15 solche Tische und jeder Tisch hat einen anderen Riss. 6 different kinds of wood from the region, including spruce and walnut, were used in the hotel's construction. According to international research, wood has a positive effect on people's moods, and the architects have consciously used this knowledge. That's why a lot of stone pine was used, among other things, because stone pine lowers the heart rate and ensures peaceful sleep. Hotel entrepreneur Reinhard Binda learned how to build wooden houses from his ancestors, including the best way and time to cut down the trees. Und je nach Mondphase hat das Holz dann mehr Ruhe gegeben. Wenn ich das Holz dann im massiven Zustand einbaue, dass es sich weniger verdreht, dass es nicht so schwindet, dass einfach das Holz dann ruhiger ist. More and more hotels and other tourist accommodations are made from trees from the Zillertal region. Wooden houses are becoming ever more popular. Even 85-meter-tall modern residential towers like this one here in Brumunddal, Norway, are being built from this natural material. Mit Holz kann man immer zeitlos bauen. Und der Architektur sind ja keine Grenzen gesetzt. Und das Holz lebt ja auch ständig weiter, nicht? Holz ist ein CO2-Speicher. Jeder Kubikmeter Holz speichert eine Tonne CO2. Wir speichern darin ca. 1600, 1700 Kubikmeter Tonnen CO2. Sustainable luxury accommodation in an ecologically built hotel. That sounds especially good to the guests' ears. However, houses made from wood are much more vulnerable than buildings made from brick. That's why it's important to build according to the highest quality standards. Also es wäre schön, wenn so eine Bauweise und so eine Behutsamkeit im Umgang mit Materialien und so ein nachhaltiger Gedanke, wenn das die Zukunft wäre. Vielleicht ist es ein Anfang. Vielleicht können wir lernen, wieder damit zu bauen, um das jedem zu geben, das Gefühl. Sustainable vacations in a five-star hotel. That represents a whole new form of luxury.